Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fieber und wir schreiben das Jahr 1935. Und wir werden jetzt mal ein bisschen versuchen, wieder ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen, weil Maximus ist kurz vor der Pleite. Gucken wir uns das mal an. Ja, hier. Und der eine oder andere hat mir ja schon geschrieben, hey Maximus, mach mal den Takt bei den ganzen Bussen ein wenig anders. 60 Sekunden sind ausreichend und das werden wir uns mal anschauen, wo wir vielleicht ein bisschen Defizit haben. Und zwar hier in Cottbus, da werden wir mal hier die alten Busse ins Depot schicken. Und den hier ins Depot. Genau. Und den alten hier auch ins Depot. Und diesen hier auch ins Depot. Die sind nämlich eindeutig zu langsam. So, dann haben wir hier in Rostock. Uiuiuiui. Da werden wir neue Busse hinstellen müssen. Und in Stuttgart auch. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal hoch zu Rostock. Wir haben wieder ein bisschen Plus. Und werden hier in Rostock hier oben mal ein paar, ich denke mal zwei, drei Busse werden wir schon investieren müssen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo hier das Depot ist. Ach je je. Weil doch eine ziemlich weite Strecke das hier ist. Und ich habe, glaube ich, das Depot hier mal abgerissen, oder? Ja. Toll. Okay, dann werden wir mal ein Depot hinsetzen. Und das setzen wir am besten hier oben hin. Und werden jetzt mal schauen, was für Fahrzeuge wir hier als Passagier... Oh, schön. Holen wir uns das hier oder den hier? Ich denke mal, der reicht, ne? 9 Passagiere. Und nehmen wir mal so ein schönes Himmelblau. Das. Oh, ich habe wieder ein bisschen Geld. Und werden jetzt zu Rostock. So, jetzt schauen wir mal. Ja, Attacke. Und hier oben Stuttgart. Werden wir uns auf jeden Fall nochmal zwei, drei Busse hinsetzen. Okay. Passagiere. Und dann würde ich fast den hier nehmen. Ne? 1, 2, 3. Okay, Stuttgart. Wo haben wir das? So. Das braucht natürlich erstmal ein Weilchen, bis es dann irgendwann soweit ist. Bis er sich auseinander... Oh, Berlin ist auch eine ziemlich große Strecke. Eieieiei. Wollen wir in Berlin auch nochmal ein paar Busse hinsetzen? Und in Köln auch? Gehen wir mal nach Köln. Und werden da auch nochmal ein paar Busse, weil die Strecken sind ziemlich lang, ne? Hier geht's unten lang, hier lang. Gut, alles klar. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo wir hier in Köln ein Depot wieder haben. Hä? Wo habe ich denn das alles wieder hingestellt? Habe ich hier gar kein Depot jetzt hier in der Nähe? Ich muss doch irgendwann mal ein Depot gehabt haben. Oder verschwinden die nach und nach? Okay, müssen wir nochmal ein neues Depot hinsetzen. Ach, je. Wir werden dann irgendwann auch Tram und sowas alles machen. Das kriegen wir auch noch alles hin. So, hier hin. Nicht Haus abreißen, das machen wir nicht. Ich habe wieder kein Geld. Ach Gottchen. Kein Geld. Ich bin kurz vor der Pleite hier. Na gut, alles klar. Wir wollten eigentlich hier oben weitermachen, dass wir die Strecke Richtung München bauen. Aber naja. Das soll nicht so sein. Wir werden uns nochmal die ganzen Strecken, jetzt gerade die Eisenbahnstrecken, angucken. Und Rohöl, die macht auf jeden Fall ordentlich Gewinn. Sprit nach Cottbus macht jetzt auch mittlerweile wieder Gewinn. Und nach Berlin. Wir gucken mal in Berlin, wie es da aussieht mit den ganzen... Ja, ich denke mal, eine Bahn reicht da völlig zu. Jetzt haben wir hier noch Kohle. Die macht absolut keine Kohle. Das ist toll. Wahrscheinlich, weil die Lok hier ziemlich alt ist. Die alte Preußenbahn. Und die hier
Macht auch nichts. So, die schicke ich wieder zurück. Dresden-Rostock, die lange Strecke, 5-Minuten-Takt. Okay, das kann man machen. Wir müssten auf jeden Fall nach Dresden, also Dresden-Cottbus noch rein. Also 12 Minuten, die ist eindeutig viel zu lang. Ja, das müssen wir mal schauen. Wie viele Leute wollen überhaupt nach Dresden fahren von Cottbus? Ich gucke mal, wie viele stehen. Dresden 60. Mhm. Und was ist hier los? Na komm. Berlin-Dresden. Los, 170 Leute. Warum sind hier keine drinne? Ist hier was mit der Strecke? Ah, gucke an. Stopp, 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 stopp. Was ist denn hier schon wieder? Man baut ein bisschen was an den Strecken und dann macht das Spiel, was es will. Und deswegen ist natürlich hier überall Minus, ne? Mal sehen, wenn ich das hier so mache. Ja, jetzt. Okay. Aber wir werden nochmal schauen hier. Macht er das überhaupt? Zweispurig? Zweispurig? Yes. Okay. Dann sollte es ja wenigstens auch hier weitergehen. Ja, mal einen beschranken Bahnübergang. Gut, ich kann wieder nichts rufen. Wir werden mal ein bisschen schneller machen. Welche Strecken machen denn noch so viel Minus? Oh Mann. Ah, das läuft ja wie ein Länderspiel. So, die alte Bahn, die werden wir jetzt auch mal verkaufen. Zack, haben wir ein bisschen Geld. Da kommt sie angeballert. Wie viele Passagiere sind drin? Ja. Denkt man, das wird dann nach und nach dann auch wieder besser. Wir müssen auf jeden Fall hier auch noch eine hinbauen. Mann, 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 Mann. Und hier das Öl, das lagert sich. Mensch, das Kinder. Da kommt sie. Und wieder Minus. Oh, das läuft ja überhaupt nicht gut für uns. Hier in 30 Personen, meine Güte. Wir müssen eigentlich auch hier rüber mit der Strecke. Na, warte mal. Weil hier ist ja auch noch was. Dann werden wir das jetzt mal in Angriff nehmen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Wir werden die Strecke jetzt mal ein bisschen erweitern. Okay, wir werden die Busstrecke nehmen. Was kann hier noch? Was kann hier noch für Gebäude bauen? Ja, nichts weiter, ne? Passagiere. Haltestellen, also. Hehe. Hier nochmal eine Haltestelle. Hier. Und dann hier wieder zurück. Okay, dann schauen wir uns mal die Strecke an hier. Das ist die Cottbuser Linie. Okay, machen wir mal schnell Pause. Und werden jetzt erstmal alle entfernen. Dann sehen wir wieder ein bisschen besser durch. Okay, wieder hinzufügen. Dann werden wir hier hochfahren. Hier. Haben wir hier noch irgendwo hier oben? Oh, hier oben müsste ich eigentlich auch noch irgendwo was hinbauen, ne? Also hier vielleicht. Hm, das werden wir auf jeden Fall machen. Okay. So, dann hinzufügen. Hier lang. Da lang. Und hier. Dann geht sie wieder hier lang. Okay. Dann werden wir so machen und wieder zurück. Hier. Haha. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. So. So. Und dann fährt er wieder zum Bahnhof. Jetzt nimmt er natürlich
den Streckenabschnitt hier nicht, aber das können wir irgendwo verkraften, ne? Ich denke mal, das kriegen wir so hin. So, alles klar. Just. Das sind ein bisschen alte Züge, wa? Da müsste man wahrscheinlich dann wieder neue Busse hier in dem Bereich hinpacken, weil der Takt wahrscheinlich ein bisschen größer jetzt geworden ist im Cottbus. Ah ja. Wir setzen mal. Die ganzen werden wir jetzt alle verkaufen. Und werden jetzt noch zwei Busse. Und zwar so eine. Ja, 200.000. Nein, gucken wir mal zwei, ja. Und wenn wir mal nur rot machen, 1, 2. Und dann zur Cottbus-Linie. Oh, schön. Sieht richtig cool aus. Yes. Läuft doch. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld. Vielleicht klappt es jetzt langsam mit den ganzen Linien. Irgendwie nicht so richtig, ne? Oh. Ach je. Das ist der ganz alte LKWs. Ich denke mal, die sind alle ein bisschen zu alt, ne? Darauf müssen wir auch achten. Straßen. Okay, da werden wir jetzt mal Ersatz machen. Suchen uns einen LKW aus. Güter. Oh, was transportiert denn der überhaupt jetzt hier? Erz. Okay. Kohleerz. Genau. Okay, ja. Und dann sollen sie es erstmal ersetzen. So. Der wartet hier. Den muss ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal umändern, weil das funktioniert so nicht. Der soll ja Maschinen und sowas alles transportieren. Der bringt jetzt Stahl hier hin. Und hier werden jetzt Werkzeuge transportiert oder hergestellt. Bloße Problem ist, wir werden die Werkzeuge nicht so richtig los hier, ne? Weil dieser Zug hier nicht gerade doll ist. Wir werden mal hier ein Depot hinsetzen. Das hilft ja nichts. Wir haben ein bisschen Geld. Wir setzen mal ein Depot hin. Was wollen wir da nehmen? Wollen wir mal so eins nehmen? Oh Gott, nee, das ist ja teuer. Wir müssen so ein kleines machen. Hilft nichts. Setzen wir am besten mal hier gleich ran. Und dann gucken wir mal. Na, komm mal her hier. Yes. Läuft doch. Ach so, weil hier eine Weiche ist. Die Kreuzung. Das läuft ja überhaupt nicht. Machen wir mal so hier. Ah, jetzt kann ich es wieder nicht abreißen, weil ich kein Geld habe. Aha. Das ist ja blöd. Komm mal her, ich brauche Geld. Ich bin hier kurz vorm Zusammenfall. Ich könnte natürlich jetzt noch schnell einen Kredit aufnehmen. So, warte mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Wir machen ein bisschen langsam. Und bauen jetzt das Stück hier. Achso, ich wollte ja das hier abreißen. Steigung zu groß. Ich habe schon wieder Minus. Pause. So. So würde es funktionieren. Sieht doch ganz gut aus, ne? Okay. Dann werden wir den Zug mal. Ja, jetzt habe ich hier ein paar Oberleitungen gemacht. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich wollte, denke ich, ohne Oberleitung machen. Das. Oberleitung.
Ach, Mann. Oberleitung. Ach, nee. Wir lassen es, wir werden es bestimmt irgendwann brauchen. So, was hat er jetzt hier drinne? Maschinen und das. Okay. Wie viel braucht Hamburg? Das würde jetzt sogar langsam funktionieren. Machen wir ein bisschen schneller. Hier, schau mal. Und dann werden wir uns mal gleich wegen den Zügen... Wieso fährt denn der nicht rüber? Doch, macht er. Und Vieh will er auch noch transportieren. Das ist ja richtig doof. Wir fahren den jetzt einfach mal ins... in den Bereich rein. Wir könnten jetzt hier unten auf jeden Fall mit einem LKW das hier hinbringen. Hm. Mal schauen. Wir laden es erstmal ab. Wir haben sowieso nicht so viel Geld, dass wir da eventuell noch ein bisschen was anderes machen können. Wo ist denn jetzt der Zug? Wo ist denn jetzt die Dampflok? Guck mal her. Schnell, schnell. Hosch, hosch, hosch. Ja, die ist auf jeden Fall zu alt. Die macht. Die wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Plus machen. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob wir hier auch im richtigen Moment oder in der richtigen Stelle das abgeben. Was wollen die hier? Ja, Maschinen und Nahrungsmittel. So. Ja. Hat er auf jeden Fall abgegeben. Dann werden wir gleich sagen, er soll gleich wieder zurückfahren und dann werden wir die Anhänger mal ein bisschen umpimpen. Warum fährt denn der da nicht rüber? So, hier umdrehen, Archiv. Na. Mensch. Er soll einfach hier reinfahren. Jetzt? Nein. Wieso fährt denn der nicht rein? Der soll da einfach hier unten reinfahren. Hä? Oh, jetzt ist Maximus wieder ganz schön überfragt hier. Macht der manchmal sowas hier? Ich weiß jetzt nicht, warum der hier so ein Problem hat, auf zwei Linien hier lang zu fahren. Der fährt jetzt halt nur auf die eine Linie. Hier will er nicht rein. So, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen bauen hier. Weil wenn ich hier wirklich mal zwei draufsetzen will, dann fährt er jetzt wirklich nur immer auf die eine hier. Hm. Egal, müssen wir erstmal so... so abwarten. Wir könnten jetzt natürlich hier LKWs langfahren lassen, die nach Kiel irgendwas hinbringen. Nehmen die da was mit? Nee, ne? So, was nimmt der mit? Bretter. Die sind ja auch schon ein bisschen alt. Ah, das ist alles so... Hm. Okay, wir werden aber jetzt versuchen, mal hier oben in München was zu machen. Dass wir eventuell da auch mal ein bisschen weiterkommen, ne? Vielleicht haben wir ja dann irgendwann mal das Glück. Eieiei, ist aber teuer hier, ganze Scheiße. Dass wir dann irgendwann mal
So, jetzt müssen wir mal schauen, wo könnten wir hier hin? Hier hinten müsste der Bahnhof sein. Eieiei. Hier ist ein Kopfbahnhof und hier müsste der andere Bahnhof sein. Wir gucken mal, was könnten wir dann vom Bahnhof nehmen? Ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit. Passagierbahnhof. Hier. Und Hochgeschwindigkeit. Können wir die gar nicht so lang machen? Der ist ja nicht gerade lang, ne, der Bahnhof. Tramgleise. Oh, der ist aber nicht gerade billig, ne? Wenn ich jetzt, warte mal, ich müsste jetzt mal die Straßen abweisen. Hier unten. Na gut, hier könnt ihr auch einen Kopfbahnhof machen. Hier kommt ja sowieso nichts mehr, ne? Hier ist ja dann sowieso Feierabend. Dann schauen wir mal, ob wir da einen ordentlichen Kopfbahnhof hinsetzen. Kopfbahnhof, könnte ich den auch hier als Kopfbahnhof machen? Das. Nee. Könnte ich den als Kopfbahnhof? Nee. Kopfbahnhof. So. Sechs Gleise. Hochgeschwindigkeit machen wir mal. Das. Und jetzt drehen wir den mal. Und könnten wir den ja eventuell so hinsetzen. Ah, das kostet alles so richtig viel Geld, ne? Und ich habe wieder kein Geld. Ach, herrje. Was ist denn, wenn ich acht Gleise mache? Ist das auch noch? Wird nicht teurer, so ungefähr. Aber ich mache keinen Gewinn. Das ist blöd. Ja, ich denke mal, ich muss da ein bisschen im Offline-Modus ein bisschen bauen, dass wir hier wieder ein bisschen Geld haben. Ja, tut mir leid, dass es das manchmal nicht so geht, aber ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es am blödesten machen. Ich werde mich hier nochmal ein bisschen ransetzen, dass hier ein bisschen mehr Leben auf der Strecke ist und wir dann nach und nach wieder ein bisschen Geld machen. Das ist alles, ja, wie soll man sagen, ein bisschen übertrieben gewesen. Bedarf, Bedarf. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie was hinkriegen, ne? Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Maximus ist fast im Minus. Aber wir kriegen das auf jeden Fall irgendwann mal hier gebacken, ne? Mit den Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.